liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind wieder am Start mit dem Story Mode und mit unserem Freund Michael. Die nächste Mission, die anstehen wird heute, oder gemacht heute wird, ist die Mission mit dem D. Wenn ich mal ein Auto bekomme, da war gerade einer. Ja. Aber dann nehmen wir den Schild. Warum fahren die mich eigentlich? Nee, ich will kein Hybridfahrzeug. Alter! Ich brauche dein Auto! Ich brauche ein Auto! Das ist ja alles nur so komisch. Nehmen wir den hier. Komm. Abmarsch. Abflug. So. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ein bisschen über Zeugungsarbeit gemacht, würde ich sagen. Wir haben ja, da wollte Solomon sucht, brauchte noch seine Leute. Das heißt, die haben wir ihm besorgt. Ein bisschen mit einem kleinen Rundflug. Wir haben einem Typen sein Motorrad wiedergebracht. Dementsprechend war das eine erfolgreiche. Ein erfolgreicher Tag heute auf jeden Fall. So, genau. Die nächste Mission, die jetzt ansteht, wird mit Devin Weston sein. Die Frage ist, was will der von uns? Was will der von uns? Also ich kann mir schon vorstellen, was er möchte. Nur die Frage ist, wir werden sehen. Wenn wir erstmal in der Mission drin sind, dann weiß ich auch, was wir machen müssen. Aber wie gesagt. Aber Moment. Überleg gerade. Ich glaube, ich habe eine Vorahnung, welche Mission das ist. Aber das werden wir gleich sehen. So, wir müssen erstmal hier irgendwo ab. Aua. Wir sind hier irgendwo auf einer Baustelle oder müssen auf die Baustelle. Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich da unten hin. Trevor. You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles. Gegen das Gesetz. Complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Ich kenne die Mission. Ich weiß, welche Mission das ist. Finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey. You two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Steig in das Auto. Ich hätte die andere wieder gehabt, aber. Gut, begib dich zur Tankstelle. Das heißt, wir werden heute tanken fahren. Kann ich die Mühle von dem Typen holen? Nee, ich kann den nicht holen, schade. Ich hätte die Mühle gerne gehabt, von dem jetzt. Gut, dann machen wir das doch. So, wir sollen jetzt wieder hoch Richtung Palito Bay etc. Da, wo Trevor ja eigentlich ursprünglich auch herkommt. Mit wem sind wir unterwegs? Mit Trevor? Ne, mit Franklin. Mit dem guten Franklin sind wir unterwegs. Okay. Doch, hier rechts ist okay. Das ist die richtige Richtung. Ja, ich werde euch auf jeden Fall ankündigen, dass ich demnächst auf jeden Fall einen Gastkommentator habe, beziehungsweise eine Gastkommentatorin. Die Katta wird mal irgendwann wieder am Start sein. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Die wird dann irgendwann mit mir zusammen einige Missionen kommentieren dürfen. Das wird ein Heidenspaß. Ich freue mich jetzt schon drauf. Es geht dann los mit der Mission irgendwo rum um den 19. oder 20. April. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie dreh rum so Mitte, Ende April. Wird sie wieder am Start sein. Ich fahre am 18. Mai runter. Und ja, werde sie mal wieder besuchen gehen. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall. Das habe ich in dir schon. Michael. Moment. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Wie immer. Alright, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed.
Okay. Also, wie gesagt, ihr werdet auf jeden Fall mal dabei sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich weiß nicht, wie weit ich vorbereiten kann, muss, will. Ja. Gut. Das wird die nächste Stelle sein. Warte, ich muss ganz kurz was machen. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin wieder da. Wir müssen tanken fahren und das machen wir auch jetzt sofort. Moment, ich muss gerade weg zum Tier. So. I'm telling you, 2.7 millimeters. Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Fahr ein Rennen gegen die anderen Wagen. Natürlich tanken wir ohne zu bezahlen, wie auch immer. Scheiße. Natürlich nicht gut. Ein bisschen Fähigkeiten mal einsetzen, ein bisschen sparen. Aber ich bin wieder dran an den Typen. Ich komme immer wieder ran in den... Aber ich komme nicht genau in den Windschatten rein.
Come on. Hab ihn. Den ersten hat schon mal weggehauen. Jetzt jag ich den zweiten noch. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. I'll tell you about that later. Ja, die wollen die Autos klauen, ne? Mit dem Mühlen komme ich doch nicht hinterher. Auf einmal ist Völkchen wieder hinten. Eigentlich haben wir den Schwarzen mich weggeballert. So, wir sollen natürlich die Jungs da verfolgen. Aber ob die so freiwillig Platz machen werden, keine Ahnung. How you do it, T? We gotta hang in there. Let's do this! Let's get him! Ah, wir müssen nicht da drankommen jetzt. Stay on him, T. They'll stop eventually. Das könntest aber auch nur du, Michael. Du bist ja sehr optimistisch. Come on. Oh, die sind immer noch dran, ja? Finally, it looks like they're slowing down. Good. My ass is dead. So. Na, ob die das so freiwillig machen werden? Sie tun es tatsächlich. Try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Is this officer? Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey! Hey. What are you doing? To be Trevor. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit. Get the fuck out of here! God! So, fahrt zur Werkstatt. Man, I'm sick of driving so slow staying with these fools. Can we have a real race? Well, you talk a good game. Okay, just don't scratch the cars. Speak. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Okay. Hey,
Just spoke to Devin's man, woman, lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Yeah, right, fool. The only thing to figure out now is which one of you is getting the silver medal, right? So. I wouldn't write off Uncle T. Hey, Frank. Yeah? What'd I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting Rise and Racer. It feels like it come full circle to me. Come on. No, I'm serious. If you hadn't got me fired from my repo job, this is exactly the kind of shit I'd be doing. So thanks, dawg. After all the crap we've been through, man, you got me right back where I'd be at anyway. I wouldn't write me off just yet. So. Dann bringen wir die Mühlen mal. Warte mal, bin ich die Einzige, die hier die Strecke fährt? Ne, die sind alle hinter mir, okay. Die fahren hinter mir, okay, dann ist gut. Hey, look, Devin Weston, he ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth, wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they want. It don't sound that different, to be honest. Now, you must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. So, he like, to you, what you were to me. I see your house. I think this dude can take me places. Yeah, maybe. Something like that. Dann müssen wir die Karre jetzt nicht mal zurückbringen. Gonna beat your ass in this race? Don't worry, I'm taking care of that. I mean, is it just the smell of green, or is there some other thing with this guy? Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, schade, ich wollte eigentlich wegdrücken. Hey, if it's about the girl, I saw her first. Don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing a job, and leave it at that. No sexual harassment in the workplace, T. Not on my watch. I'm serious. Both of you, back off her. Amazon. Oh, fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought of it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good.
Gut. Michael wird anscheinend jetzt für den Job erstmal nicht benötigt. Gut. Gegen das Gesetz, das haben wir schon mal geschafft, die Mission. 70%. Okay. Sekundenbruchteile, Missionsänderung, gut, lange gemacht, die Bernführer nach. Wir haben jetzt ein Jahr gewonnen quasi. Bus überholt, warum auch nicht? Ich bin ja rechts vorbei. Gut. Dann gehen wir mal zu Trevor. Weil mit dem machen wir jetzt die nächste, gehen wir jetzt gleich die nächste Mission an. Ich hätte mich Franklin auch starten können, ne? Oder können wir die? Ja doch! Gut, dann machen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Lot. Okay. Kümmerung den Chefkopf für Robben für euch. Boss, ich weiß, wir kochen nichts. Aber weil ich geholfen habe, als der Sekas das Labor angegriffen hat, habe ich vielleicht gehofft, vielleicht an mich, wenn du bei einem Job mal Hilfe brauchst. Okay. Da werden wir mal schauen, wenn wir denn wieder einen großen Job machen müssen. Jetzt heißt es erstmal Autos klauen, aber ich verabschiede mich hier aus dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5 und dann machen wir die nächste Mission mit Devin Winston. Und dann geht's mit dem, holen wir uns da diesen Z-Type. Bis dann und tschüss.